Cody Rhodes, Sheamus, Mark Henry, Big Show, and more. It's the SmackDown World Tour, live in Germany on the following dates. WWE, the best value in entertainment. Standing at over 7 feet tall, weighing in at 441 pounds, the Big Show! On the Big Show's looming stick, the Tables Family Universe is the Intercontinental Champion Cody Rhodes. Und zudem habe ich auch noch eine Information, wie Sie vielleicht wissen, findet ja vom 8. bis zum 10. Juni in Berlin die größte Jugendmesse Europas, die Jugend, statt. Und dort ist zum ersten Mal auch die WWE vertreten mit einem Superstar und das ist Cody Rhodes. Ich sage das jetzt allerdings doch trotz allem immer noch mal unter Vorbehalt, denn wir wissen natürlich nicht, was bis dahin noch alles passiert. Sollte sich Cody Rhodes verletzen, könnte es sein, dass er es nicht schafft, aber gehen Sie mal davon aus, dass er dort sein wird und ich denke, wir werden uns dort auch begegnen. Ich lasse mir das natürlich auch nicht entgehen. Das ist natürlich ganz klar. Cody Rhodes von dir als Lieblingsgegner Big Shows betitelt, sehe ich ein bisschen anders, denn Cody Rhodes ist nach wie vor Intercontinental Champion. Es gab das Rückmatch in der Raw-Ausgabe dieser Woche. Das konnte Big Show auch gewinnen, aber nur durch Auszählen. Deshalb ist Cody Rhodes nach wie vor Intercontinental Champion. Warten wir mal ab, was da noch alles passiert. Aber Daniel Bryan ist heute der Gegner Big Show. Ein Mann so in der Größen- und Gewichtsklasse eines Cody Rhodes. Und Daniel Bryan versucht hier von Beginn an so ein bisschen Big Show auszuweichen, um irgendwelche Schwächen beim Riesen zu lokalisieren. Das ist ihm aber bisher nicht gelungen. Oh, hier, sehr schöner Dropkick ans Knie. Das natürlich eine tolle Sache, denn so kann man Vorteile haben, auch wenn man ganz klar körperlich, ich sag mal, benachteiligt ist. Also Daniel Bryan, der wiegt ja fast 100 Kilo weniger als Big Show, ist wesentlich kleiner und muss den Riesen von den Beinen hoch. Wer weiß, wie man ihn besiegt. Denk nur an die Matches und den Match. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Der World und SmackDown-Präsident John Laurinaitis sagt, dies sei ein Sieg durch Aufgabe, ein Sieg für Daniel Bryan. Nun, eins ist ganz klar, das ist eine Retourkutsche, weil sich Big Show in der Raw Super Show am Montag über die Stimme, die heißere Stimme von Mr. Laurinaitis lustig gemacht hatte. Mr. Laurinaitis sagte, dass er diese Verletzung, die sei durch eine Verletzung gekommen, gegen Dr. Best Steve Williams in einem Match in Japan vor langer Zeit. Ich habe gehört, dass du dich am Montag über mich lustig gemacht hast, mich und meine Stimme. Hältst du das für lustig? No. Nein. No what? Nein, was? No, I don't think it's funny. Nein, ich halte das nicht für lustig. Look at me when I talk. Du schau mich an, wenn ich mit dir rede. You're not getting it. Du kapierst es einfach nicht, oder? No. Nein, was? Sir. Nein, Sir. I heard your apologies, ich hörte am Montag deine Entschuldigung, die hast du doch nicht ernst gemeint. Wie ich Ihnen schon sagte, außerhalb der WWE gibt es kaum eine Verwendung für einen so großen, so schweren 40-jährigen Freak. Du wirst dich am kommenden Montag in Raw bei mir entschuldigen. Und es sollte eine verdammt gute Entschuldigung sein. Das ist doch eine ganz klare Drohung an Big Show. Zusammenreißen muss ich wirklich entschuldigen. Ansonsten, so verstehe ich das Ganze, bin ich gefeuert. Könnte ich mir auch vorstellen. Also Mr. Laurinaitis ist, was das betrifft, ziemlich unberechenbar. Eins ist klar. Er wird auf jeden Fall durchgreifen. Er wird es nicht akzeptieren, dass man ihn respektlos behandelt. CM Punk musste das in Raw ja schon zu spüren bekommen. Er hat da
flankierte verbal auf John Leonard. Brock Lesnar destroyed John Cena. Mike Schwimmer zerstörte Brock Lesnar John Cena und revolutionierte die WWE an einem Abend. Ich werde die Welt schockieren und das in 9 Tagen bei Over the Limit, wenn ich John Cena besiege und die WWE in ihren Grundfesten erschüttere. Macht des Volkes! I'm WWE Superstar Kofi Kingston with an important message for the entire WWE Universe. WWE Superstars are professionally trained performers. The moves we do in the ring take years of practice to perfect and execute safely. I urge the entire WWE Universe to never try to copy what we do in the ring, at home or at school. Stay safe. Don't try this. Champions Kofi Kingston können wir uns nur absolut vorbehaltlos anschließen. Genießen Sie die WWE, wo immer Sie sie treffen, auf der U, möglicherweise bei den Touren im November oder eben hier bei Sport 1. Aber versuchen Sie ja nicht, das Ganze nachzuahmen, nachzumachen. Es ist einfach viel zu gefährlich und bedarf jahrelangen Trainings. Ja, und Sie werden sich fragen, Moment, wir haben noch Randy Orton und Alberto Del Rio eben schon mal gesehen. Das ist absolut richtig. Nun, wir sahen ja, dass dieses Tag Team Match im Chaos versank. Und daraufhin griff Eve ein. Sie ist ja die leitende Verwaltungsangestellte. Das ist halt wieder einer dieser nichtssagenden Begriffe. Aber sie hat auf jeden Fall eine Machtposition unter John Laurinaitis. Sie kennte dann die 4 Superstars, machte aus diesem Tag Team Match 2 Einzelmatches. Und die werden wir heute sehen. Jetzt gerade Randy Orton gegen Alberto Del Rio, nachher noch Sheamus gegen Chris Jericho. Also gegen diese Entscheidung von Eve kann man wirklich nichts sagen. Und sie hat ja von John Laurinaitis auch den Auftrag bekommen, SmackDown mal so ein bisschen aufzumischen, alles gut zu machen. Wenn ihr irgendetwas auffällt, dann sofort zu ändern. Also dieser Entscheidung, ich sage es gerne, kann ich mich anschließen. Wir sehen nämlich dadurch, dass die Teilnehmer am weltschwergewichts Champion Match von Over the Limit. Ganz genau, ja, und wir wissen natürlich auch, dass Alberto Del Rio auch, ich bleibe dabei, etwas unfaire Art und Weise seine Titelchance bekam. Ist aber auch egal, er hat sie, das gebe ich auch zu, das ist ein bisschen unfair, aber obwohl ich ein Fan von ihm bin, aber er hat natürlich eine harte Aufgabe. Stellen Sie sich vor, Fatal 4-Way Match, für die, die es nicht wissen, was das heißt, ganz einfach, alle 4 stehen gleichzeitig im Ring, dürfen gleichzeitig Aktionen zeigen und der erste Pin oder die erste Aufgabe bringt die Entscheidung, egal wer gegen wen. Das heißt, Sheamus muss gar nicht in die Entscheidung eingebunden sein, um seine Weltschwergewichts-Champion-Titel zu verlieren. Und was sind das für 4 Superstars? Die kennen sie bestens aus. Da haben wir Chris Jericho, der hat all die Erfahrungen, die man braucht. Der weiß sie praktisch und absolut zu behaupten. Das gleiche gilt natürlich für Alberto Del Rio, der noch von Ricardo Rodriguez unterstützt wird. Dazu haben wir die Viper Randy Orton, die in der Lage ist, in Sekundenschnelle zuzuschlagen, zuzuweisen. Und dann haben wir Sheamus, den Weltschwergewicht-Champion, der ja selbst sagt, er liebt nichts mehr als einen guten Kampf und der eben keiner Herausforderung ausweicht. Nun, diese Herausforderung wird er eben auch bei Over the Limit, der dann vom 20. auf den 21. Mai ankommen. Der wird er gegenüberstehen. Da haben Sie gerade diesen Bodyslam gesehen, bei dem Alberto Del Rio Randy Orton's Arm auf den Rücken klemmte und Randy Orton dann mit seinem ganzen Gewicht drauffallen ließ. Jetzt noch ein Armbar-Versuch. Randy Orton versucht, sich dagegen zu wehren. Also dieser Mexikaner, das muss ich sagen, der ist ein Mann, der mit großer Intelligenz seine Gegner systematisch niederringt. Aber er kann auch Kraftaktionen und super Technik zeigen, wenn es nötig ist. Er versucht natürlich jetzt im Vorfeld schon ein bisschen Schwung zu holen. Randy Orton noch vielleicht ein bisschen zu beeindrucken, aber da kommt Randy Orton mit einer Clothesline-Serie zum Kampf und da gibt's den Powerslam. Diesen Randy Orton, den kann man einfach nicht unten halten, aber wie man sieht, der Arm tut weh. Und ja, apropos schmerzender Arm, noch ein Ausblick auf Over the Limit. Wir haben ja vorhin von John Laurinaitis, dem Raw SmackDown-Präsidenten, gehört, dass er gegen John Cena tritt. John Cena hat ja diese Armverletzung. Ganz offensichtlich, das sagt er, nur hat man ihm da Flüssigkeit aus dem Ellbogen geholt. Aber er
mir egal, ich werde antreten. Enzykiri, komm mal vorne, Alberto Del Rio, das wäre jetzt was gewesen. Das ist ja mit die beste Aktion Alberto Del Rios. Ja, nein, nein, Ricardo Rodriguez, es das. Es ging nur bis zwei. Absolut richtig, ja, und wie gesagt, John Cena, John Laurinaitis, das ist auch eine wichtige Sache. John Laurinaitis sollte wohl vom wenigen Vorstand bestraft werden für das, was er tat. Da hat er heute auch wieder einige Argumente geliefert, aber angeblich hat John Cena da Veto eingelegt, hat gesagt, nein, vergesst Strafen, Sperren, Geldstrafen, was auch immer. Ich möchte diesen Typen bei Over the Limit fertig machen. Das ist doch die beste Form, ihn rauszuwerfen und zu demütigen. Also Sie sehen, liebes Medienuniversum, diese Großveranstaltung wird der Hammer. Hammer Breakout von Alberto Del Rio, das ist natürlich alles als Vorbereitung zum Cross-Armbreaker, wenn er den denn ansetzen kann. Und wir sehen ja, dass Randy Orton jetzt schon Probleme habe. Das heißt jetzt schon, das Match dauert ja schon ein paar Minuten. Und ständig hat sich der Mexikaner auf den Arm Randy Orton konzentriert. Das sollte auf den Cross-Armbreaker kommen, aber Randy Orton kann ausweichen, trifft aber auf den Ellbogen Alberto Del Rio. Randy Orton zu und hat Alberto Del Rio auf den mittleren Seil. Und jetzt gibt es den so gefürchteten. Und Randy Orton will natürlich nachsetzen. Das ist absolut laut. Schau mal ins WWE-Universum hier in der Halle. Da sitzt keiner mehr. Alle auf den Beinen. Und das gilt auch für Ricardo Rodriguez. Was macht er denn? Steigt hier auf oberste Seil und wird heranspringen. Das hat er ja schon mal gemacht. Aber Randy Orton hat das gesehen. Der hat ja auch auf dem Hinterkopf. Und verpasst hier Ricardo Rodriguez den RKO aus der Luft. Wird dann allerdings von Alberto Del Rio gegen den Ringpfosten gemacht. Und wir haben schon den Gong gehört. Das Match ist vorüber. Und jetzt gibt es tatsächlich noch den Cross-Armbreaker gegen Randy Orton. Da hilft natürlich jetzt gar nichts. Im Seilrennen, was auch immer. Denn das Match an sich ist ja gelaufen. Der Ringrichter versucht alles, um Alberto Del Rio hier von Randy Orton zu trennen. Aber der Mexikaner versucht natürlich nachzudrücken und Randy Orton so weit wie möglich zu schwächen vor dem Aufeinandertreffen bei Over the Limit. Lange ist es ja nicht mehr hin. Es ist jetzt praktisch in etwas über einer Woche soweit. Und Alberto Del Rio grinst sich eins. Er ist sehr zufrieden. From the bloodline of royalty, a millionaire, Humberto, a man with tremendous pride. I'm the man who's going to change WWE forever. He's wealthy, and he's also very good inside the ring. There's no doubt about that. My name is Alberto Del Rio, but you already know that. Von wegen Kinoerlebnis. Das nächste Spiel schauen wir wieder bei uns.